Einen wunderschönen guten Tag, hallo und willkommen zur neuesten Folge hier bei Phil und Stifti, dem Podcast rund um World of Warships und andere schöne Dinge. Hallo Phil. Ich grüße dich, Uwe, und ein nettes und freundliches Hallo an alle da draußen, an alle Stiftis und an alle die, die es hoffentlich noch werden wollen. Ich grüße euch. Genau, wir sind bei der vierten Folge unseres Podcasts, hat eine kleine Pause gegeben, ja, wie das immer so ist. Gesundheit, Arbeit, Neujahr, Weihnachten, naja, da sind wir auf jeden Fall. Nach dem Jahresrückblick gucken wir diesmal geradeaus nach vorne und vor allem auch auf das, was gerade so ist. Die neue Season oder das neue Jahr hat ja begonnen und das neue Update ist raus und ja, wir sind alle irgendwie dabei, oder anders gesagt, wir haben uns heute mal vorgenommen, wir werden ein wenig über die hybriden Schiffe im Vorabzugang reden und überhaupt über die hybriden Schiffe, die denn da auf uns zukommen, sind ja derzeit nur drei. Wir werden ein wenig über den Modus Luftschiff-Eskorte, der derzeit läuft, reden und ansonsten spielen wir noch ein bisschen Wünsch dir was und werden noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben. Würde ich sagen, machen wir das so? So machen wir das. Wünsch dir was, da freue ich mich drauf, Uwe. Naja, wir wollen ja auch ein bisschen nach vorne gucken und mal sehen, so ein paar Anregungen geben oder so in der Richtung. Eine Sache kann ich schon mal voraussagen, vor der nächsten Folge wird es ein Phil & Stifti Ask geben. Das heißt, wir werden oder ich werde in die verschiedenen Social Media Kanäle Fragen stellen, was die Leute interessiert, worüber man gerne mal reden möchte, ob sie spezielle, richtige Fragen auch haben und so weiter. Und die werden wir uns dann in der nächsten Folge mal vornehmen. So machen wir das. Fangen wir mal an mit den hybriden Schiffen im Vorabzugang. Im Moment läuft da ja noch nicht so sehr viel. Das startet ja quasi erst etwas später. Aber man kann ja schon sehen, im Gefechtspass liegt die, ich glaube, Nebraska, kann das sein? Das ist die T8. Du hattest schon die, wenn dieser Podcast raus ist, dann ist das Video auch schon raus, die Louisiana, den 10er vorgestellt. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein 9er Delaware. Ja? Mhm. Ja? Ah, 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 ah. Okay. Mal kurz eine Gesamteinschätzung, bevor wir auf so ein, zwei Dinge näher eingehen von dir. Was hältst du von den hybriden Schiffen? Ich meine, man kennt sie ja schon von der Tone, der Ise und der Kearsarge, aber von denen, wie sie jetzt so als Amerikaner ins Spiel kommen. Also erstmal zum Konzept. Ich finde das Konzept eigentlich echt spannend, ne? Sag ich dir so, wie es ist, weil man muss ja immer so sehen, als Schlachtschiff hat man einen relativ definierten oder vordefinierten Spielstil. Und eine der großen Schwächen der Schlachtschiffe ist es, dass man kleinere Schiffe mit einem deutlich besseren Concealment, die aber trotzdem für einen sehr gefährlich werden können, wie U-Boote und vor allem Zerstörer, ja nicht aufkriegt, ne? Und das haben wir ja schon erlebt mit der, beispielsweise ganz wunderbar mit der Tone auch, dass man durch die Flugzeuge Schlachtschiffe oder im Allgemeinen Schlachtschiffe dahingehend sich selber so gut unterstützen kann, dass man Zerstörer aufkriegt. Und das erweitert den Spielstil natürlich enorm, ne? Also müsst ihr dir so vorstellen, wenn man mit seinem Kollegen in der Zweier-Divi fährt, man ist selber Schlachtschiff, er selber fährt vielleicht einen Kreuzer und man hat aber einen verbündeten Zerstörer dabei, der am Anfang der Runde stirbt, so wie in World of Warships leider oftmals der Fall, dann kann man von der Seite eigentlich wegfahren. Nicht so, wenn man ein Hybridschiff ist und vielleicht sogar auch nochmal ein bisschen spotten kann. Und von daher finde ich das eigentlich sehr, sehr spannend, aber das ist eigentlich nur das Konzept. Die Frage ist natürlich, was ist daraus geworden? Und ja, ich muss sagen, die neuen Schiffe, die sie jetzt gebracht haben, die neuen Hybridschiffe, die geben mir zu viel dafür auf. Was meinst du, was geben sie auf? Also man hat natürlich immer eine Mischung
aus einem Schlachtschiff und einem Carrier, das ist klar. Du kannst nicht so sehr gut gepanzert und nicht so sehr tanky sein wie ein Schlachtschiff, aber du hast dann natürlich auch mehr Panzerung als ein Carrier. Du bist halt irgendwo dazwischen, ne? Ist ja klar, du musst ja Flugzeuge starten lassen und das erfordert viel Aufbauten und diese Aufbauten kann man sehr, sehr gut penetrieren. Und ja, das Problem ist einfach nur, dass diese neuen Schiffe für mein Verständnis her zu viel für diesen enormen Nachteil, nämlich die sind halt sehr weich und sehr groß, sehr gut zu kontern, dafür geben sie halt zu viel auf. Die bisherigen Hybridschiffe, die man hatte, die haben eigentlich auf einen ganz guten Rumpf gepasst und die hatten halt zusätzlich noch Flugzeuge und haben dafür halt vielleicht einen Turm getradet oder die haben ein bisschen Reload getradet, aber die waren nicht so viel anders wie das, was wir eigentlich schon im Tech Tree hatten. Und das Problem ist jetzt halt dabei, ist, dass du mit diesen Hybridschiffen eigentlich gar keine richtige Schlachtschiffrolle mehr nehmen kannst. Du kannst halt nicht mehr in die Position pushen, du kannst nicht mehr die Gegner tanken, die du eigentlich in einem vergleichbaren Schlachtschiff auf der Stufe kontern müsstest. Ja, das ist die Kritik, die ich auch am meisten gelesen habe. Es wurde vielfach der Vergleich zur Ise gezogen, die ja nun doch eigentlich auch als Schlachtschiff an sich noch ganz brauchbar ist und gut funktioniert. Klar, auch nicht die härteste Panzerung hat, aber trotzdem gut einiges wegstecken kann, während das hier doch eher Leichtgestalten sind. Auf der anderen Seite haben sie durch ihre hohe Geschwindigkeit natürlich einen Vorteil, gegebenenfalls aus brenzligen Situationen auch mal wieder wegzukommen. Also auch da sind sie den Trägern näher als den Schlachtschiffen. Aber so insgesamt, es gibt allerdings auch den gegenteiligen Effekt oder das gegenteilige Kritikmoment. Es gibt etliche, die sagen, boah, die Dinger sind ja total OP. Jetzt stellt sich erstmal bei einigen die Fragezeichen und sagen, Moment, leicht gepanzert, total OP. Also, erstmal gibt es schon viele, die sich jetzt schon drauf freuen, dann quasi mit einer Dreier-Debi CV durch die Gegend zu eiern, nämlich einem richtigen CV und zwei Hybridschiffen. Und wenn man die Flugzeugverbände kombiniert, dann könnte man das Spiel ziemlich dominieren. Das ist das eine. Und das zweite ist dann die Frage, da hatte jemand geschrieben, ob Wargaming das für eine gute Idee hält, den Zielkreis der Staffeln der Hybridschiffe so klein zu halten. So lässt sich nicht nur passiv indirekt ein Zerstörer via Aufklärung demontieren, man kann nach ein paar Salven des eigenen Teams auch noch relativ simpel mit mehreren tausend Schaden nachtreten. Zumal Zielkreis hier wirklich wörtlich zu nehmen ist und der Anflugwinkel nahezu keine Rolle spielt. Außerdem lässt sich im Anflug noch simpel nachjustieren, ohne dass sich der Zielkreis weitet. Also es ist, wie auch andere geschrieben haben, es ist im Grunde genommen ein Spielstil oder eine Spielmöglichkeit für Dummies, also für Leute, die mit einem CV, denen das zu viel ist, die können hier relativ leicht damit fliegen, weil sie halt wenig Einstellungsmöglichkeiten haben, aber dafür dann doch erstaunlich viel Schaden nachlegen können. Wie siehst du das so? Ja, das ist richtig, aber für ein Schiff ist das richtig und das ist für die Kearsarge. Und die Kearsarge haben wir schon eine Weile im Spiel. Das ist das erste Hybridschiff, was gekommen ist und das ist ein Premium-Schiff im Rang 9. Warum ist das nur für die Kearsarge richtig? Die Kearsarge, die hat gute Firing Angles, also wenn man die ganz nach, also seine Geschütze nach vorne dreht und entweder nach links oder nach rechts schießen möchte, ja, dann sind ja die Firing Angles wichtig. Wenn die sehr schlecht sind, muss man sehr, 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 sehr weit aufdrehen, bis man dann schießen kann. Mhm. Und das ist genau der Punkt bei Louisiana und bei der gesamten neuen Linie. Du hast zwar Firepower, also vor allem die Louisiana, die hat hinten einen Viererturm, aber den Viererturm, den kannst du nicht benutzen. Weder am Kite vernünftig, also vom Gegner wegfahrend. Da hast du dann aber den großen Nachteil, dass du startest ja deine Flugzeuge immer nach vorne weg. Das heißt, du musst jedes Mal eine Kurve fliegen, was auch blöd ist. Und nach vorne hin sind die Firing Angles noch schlechter.
Und damit kannst du eben genau dieses Nachtreten nicht so gut machen. Das hat die Kearsarge im Rang 9 viel besser gemacht. Die hat nämlich sehr gute Firing Angles, komischerweise. Aber das ist so ein kleiner, so ein ganz, ganz klitzekleiner Bestandteil, den man ja auch überhaupt gar nicht auf den ersten Blick sieht. Ja, ich meine, wie sollst du das sehen, wenn du das Schiff nicht getestet hast? Sowas steht in keinem Stats oder das steht ja nirgendwo drin. Das kann man ja gar nicht rausfinden. Aber das ist ein extrem großer Nachteil, weil das nämlich dazu führt, dass man eigentlich die Schiffe nur gut wegfahren von den Gegnern fahren kann. Und selbst da sind die Firing Angles nicht zu vergleichen mit der Kearsarge. Und das ist extrem wichtig, weil Schlachtschiffe leben nun mal, auch wenn sie weich sind, aber sie leben nun mal davon, dass man sich so hinstellt, dass man so wenig wie möglich Schaden kriegt. Mhm. Ja? Und wenn man das nicht gut kann, dann ist das ein großer Nachteil. Und das ist mir bei der gesamten Linie aufgefallen. Vom Rang 8er, also Nebraska, Delaware und Louisiana genauso. Die 9er habe ich so bei anderen gehört, die schon testen dürfen, soll wohl noch der beste der drei sein. Gut, muss man sehen, ist vielleicht auch Geschmackssache. Aber nochmal zurück zu den zu der Frage. Ein CV plus zwei Hybridschiffe gleich Lufthoheit im Spiel. Siehst du das auch so? Könnte das so uns begegnen? Ja, natürlich. Also ist ja klar, aber auch da ist der Punkt dann, also nur weil man eine Lufthoheit hat, heißt das nicht, dass man gewinnen muss. Also eine Lufthoheit lässt sich trotzdem immer noch gut kontern, also wenn du eine Haarland im Spiel hast. Ne? Und auch bei der Kombination, die jetzt vorgeschlagen wurde, frage ich mich immer noch, na, wer soll denn ins Cap fahren? Wer soll denn da cappen? Einer von den beiden großen, unwendigen Schlachtschiffen? Das ist klar. Ja, die Divi kannst du halt dafür schon, dann ne? Nicht verwenden. Das ist dann eine reine, Genau, und zum OP-Sein gehört aber das dazu, dass man halt seine Flanke dominiert, heißt, das Cap hält, alle Gegner, wenn nicht gar rausnimmt, dann aber so schwer beschädigt, dass sie fliehen müssen. Ne? Das gehört halt dazu, meiner Ansicht nach. Es gab auch eine Kritik, dass du mit den Hybridschiffen halt, wie wir es halt auch schon von der Kearsarge kennen, du hast immer nur einen Anflug. Du hast keine Möglichkeit, wenn du zum Beispiel den Gegner attackiert hast, dann mit deinen Flugzeugen, die noch übrig sind, einen Kreis zu fliegen, nochmal anzufliegen, sondern hier heißt es dann direkt ab zurück. Ist für die einen sicherlich einfacher, weil sie sagen, okay, ich mache jetzt schnell einen Anflug, dann schnell wieder zurück zu meinem Schiff und da geht's weiter. Und andere sagen, ja, nee, hier werden wir gegenüber den Trägern doch ein bisschen an Möglichkeiten beraubt. Deine Meinung? Ja, das hat sich Wargaming so überlegt und den Gedanken kann ich nachvollziehen, ist, dass man hat halt als Schlachtschiff, wenn man parallel was anfliegt, trotzdem immer noch eine andere Rolle als der Carrier. Man muss schon irgendwo in der Nähe eines Capture Points stehen. Man möchte ja seine Zerstörer, seine Kreuzer, die vielleicht irgendwann mal diesen Capture Point dort angreifen wollen, unterstützen. Und das tut man ja nicht nur mit seinen Flugzeugen, sondern das tut man auch, wenn die Flugzeuge dann weg sind, mit seinen Geschützen. So, und wenn ich jetzt daran überlege, dass ich den Anflug nicht nur einmal mache, sondern mehrmals, dann bin ich noch längere Zeit in der Luft. Und das führt dazu, dass ich mein Schlachtschiff noch weniger der Spielzeit am Ende kontrollieren kann. Ich kann mich noch weniger darum kümmern, wie positioniere ich mich jetzt schlau. Oder ich meine, das Ding, das drückt auch nicht seine Damage Control automatisch. Das muss ich alles, das kann ich nicht steuern, wenn ich im Anflug bin mit den Staffeln. Und das ist ein ganz großer Nachteil. Überlegt mal, ihr fliegt gerade los und kriegt in dem Moment einen Doppelbrand. Ihr seid dann 30 Sekunden in der Luft, 40 Sekunden. Ihr wollt aber eigentlich Damage Con. Was macht ihr? Wenn ihr die Staffel zurückholt, dann habt ihr wieder Cooldown da in 2 Minuten, 1,5 Minuten. Und genauso mit dem Heal, genauso mit der U-Boot-Abwehr. Ne? Also, und von daher kann ich das schon verstehen, dass man sich darauf beschränken wollte, dass man hier nur einen Anflug macht, um halt die Zeit als solches zu beschränken. Aber das hat halt Vor- und Nachteile. Man muss das halt in der Gesamtheit sehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie sehr gut oder ja, sehr schlecht wäre. Doch, ich halte das schon für sinnvoll, weil es sind im Grunde genommen ja dann doch eben Schlachtschiffe, die halt auch mit ihren Türmen und ihrer Präsenz im Spiel
wirken sollen. Und die Flieger sehe ich eher als zusätzliche Möglichkeit, zumal, wie du gerade richtig sagtest, man ja auch einen Cooldown drauf hat und man sie nicht sofort wieder starten kann wie beim Träger. Da habe ich ja mehrere Fliegerstaffeln, zwischen denen ich dann wechseln kann und kann quasi fast unentwegt in der Luft sein. Das ist ja hier weder Sinn noch Zweck des Ganzen. Trotzdem finde ich es recht spannend. Ich bin damals der... Ich weiß gar nicht, ob das auch die Louisiana war oder so. Ich bin auf jeden Fall ein, zwei Testschiffen begegnet und es war gar nicht so einfach, die rauszukriegen. Insofern, ich bin gespannt, wie es denn losgeht. Es gibt natürlich wie immer Kritik an der Art und Weise, wie es präsentiert wird. Okay, einer im Gefechtspass, der Achter und dann die Neuner und Zehner im Vorabzugang beziehungsweise... Man muss einfach warten und das finde ich jetzt auch gar nicht tragisch, dass man dann sagt, okay, dann warte ich jetzt einfach ein, zwei Updates, bis sie dann nochmal verfügbar sind. So haben wir das jetzt mit den anderen auch gemacht. Also das ganze Thema Vorabzugang etc., das hatten wir ja schon in einem vorangehenden Podcast, das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufdröseln. Okay, hybride Schiffe, glaubst du denn, wir sehen jetzt drei von den Amerikanern, glaubst du, dass wir das von anderen Nationen dann vielleicht noch für andere Stufen oder in einer etwas anderen Art auch noch sehen werden? Also ich persönlich würde das begrüßen, aber halt auf Basis der Kearsarge. Auf Basis der Kearsarge hat das für mich Sinn gemacht. Die hat die Kearsarge nämlich als Charakteristik beispielsweise, also es ist das Rang 9er Hybridschiff, was es schon lange gibt. Die hatte viele Guns, also eine große Firepower, war trotzdem, ja, also unwendig und einfach rauszunehmen. Die hatte viele Guns und einen langen Reload und hat das kompensiert mit den Flugzeugen. Und wie gesagt, das, was wir jetzt haben, das finde ich irgendwie so weder Fisch noch Fleisch. Das ist irgendwie, ja, man kann damit fahren, aber das schockt nicht sonderlich. Und ich persönlich habe da natürlich immer ein Problem damit, weil ich glaube, dann, wenn halt Streamer und wie ich oder andere ja auch schon darüber dann so urteilen, dann spielen das halt nicht so viele Leute, nehme ich mal an. Der Spielstil ist ja doch dann schon relativ einzigartig oder anders, sage ich mal. Und ja, dann kann ich mir vorstellen, dass Wargaming sich dazu entschließt, okay, also gut, das ist jetzt anscheinend nicht so gut angekommen, weil das spielen nicht so viele Leute, dann machen wir es eher nicht. Und das ist wahrscheinlich das, worauf es hinauslaufen wird. Also ich würde es mir wünschen für andere Nationen, also so ein, weiß ich nicht, so ein japanisches Hybridschiff oder, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht auch ein französisches oder ein britisches oder so, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, dann, es kommt halt ein bisschen auf die Community drauf an und ich persönlich glaube aber nicht, dass es passieren wird. Okay, na, ich bin da nicht ganz so skeptisch, weil es ja letztendlich dann doch wieder Schlachtschiffe sind und das wissen wir ja, das hat ja nun auch Wargaming selber schon gesagt, dass das, was die allermeisten spielen wollen und wo sie total drauf abfahren und immer wieder einsteigen, sind Schlachtschiffe. Na? Mhm. Das merkt man selber auch, das merkst du auch bei dir. Bringen wir hier ein Video über einen Träger, über einen Kreuzer, über einen Zerstörer, ist das gut und schön und interessant. Bringen wir aber irgendein Video zu einem neuen Schlachtschiff oder was auch immer, dann rums, da steigen alle drauf ein und das hört man halt auch von anderen Streamern, anderen Kontributoren und so weiter. Insofern sehe ich da schon noch vielleicht eine Möglichkeit, dass sie dann doch gespielt werden. Öfters gespielt werden. Die Kearsarge, ja, die sieht man nicht so oft im Spiel. In letzter Zeit ein bisschen häufiger, aber wir warten mal ab. Okay, lass uns das Thema wechseln, ehe uns die Zeit hier davonläuft. Und lass uns mal zur aktuellen Luftschiff-Eskorte kommen. Sag mal, hieß das Ding früher mal Luftschiff-Derby oder war das eine andere Sache? Ja. Genau so hieß es. Also ich freue mich aber auch sehr, dass das jetzt wieder zurückgekommen ist, der Modus, ja. Also ich persönlich, ich bin ja ein Spieler, ihr kennt mich ja, der spielt sehr überlegt und sehr bedacht und ich gehe Risiko dann ein, wenn es sich auszahlt, aber nicht nur, weil es schön ist, Risiken einzugehen. So. Und
das Luftschiff oder der Luftschiff-Modus, den wir aber haben, der ist von daher halt so toll, weil man da drin so richtig gut brawlen kann. Man kann halt seine Ohio nehmen, man kann halt seine Schliefen nehmen und dann rockt man da drin, weil dieser Modus, der zeichnet sich dadurch halt aus, dass man halt nah beim Schlachtschiff bleibt oder bei dem Luftschiff bleibt und dann halt die Gegnerschiffe so gut wie möglich da rausnimmt. Und das ist toll, das ist unglaublich, das ist so eine Art und Weise des Spiels, so eine Energie, die hast du selten in Zufallsgefechten. Und von daher freue ich mich sehr doll, dass der Modus jetzt gerade als ja, separater Gefechtsmodus einfach so dabei ist. Es gab eine Umfrage bei Facebook in verschiedenen Gruppen. Was glaubst du denn, was ist das Schiff, was am meisten und am liebsten in diesem Modus gespielt wird? Ich gebe den Tipp, es ist ein Schlachtschiff. Preußen. Nein, großer Kurfürst. Ach Quatsch. Ja, der große Kurfürst, der wird am meisten und am liebsten gespielt, weil der hat halt, klar, der hat eine große TP-Power, ne? Hält also einiges aus, hat trotzdem Secondary und so weiter, ist nicht so schnell wie eine Schliefen, hat keine Torpedos, aber trotzdem, ja, der wird gerne gespielt. Du hattest ja vorhin schon mal anklingen lassen, beziehungsweise im Vorgespräch, Wargaming plant wohl, oder es ist eine Überlegung, diesen Modus als dauerhaften Modus in Random-Gefechte zu überführen? Ja, es ist eine Überlegung. Also ob sie, also planen, ich weiß nicht genau, ne? Also die testen das jetzt wohl gerade, wie gut es ankommt, und dann schauen sie, ob sie es auch mit ins Zufallsgefecht implementieren. Aber auch das, auch mal da gleich wieder meine Bewertung dazu, auch das finde ich spannend. Also ich persönlich finde es natürlich noch besser, wenn man diesen Modus dann wählen kann. Ich würde so sehr gerne auch, wie nennt sich der andere mit diesem Arms Race, den würde ich auch sehr gerne wählen können. Die kann ich ja jetzt, oder Arms Race beispielsweise, kann ich ja jetzt gar nicht mehr bewusst wählen. Ich kann ja nur ins Zufallsgefecht gehen und dann habe ich eine Chance von, keine Ahnung, 10%, dass Arms Race kommt oder so. Mhm. Ne? Und wenn ich daran denke, dass es in Zukunft vielleicht auch so ist, dass dann halt zu einer Chance von 5% das Luftschiff Derby kommt, dann finde ich es eigentlich dafür schon bald zu schade. Also dafür finde ich den Modus, so wie er jetzt gerade läuft, echt extrem cool. Ja? Weil du halt auch dein Schiff und deine Spielweise, deine Divi als solches, extrem gut darauf abstimmen kannst. Das ist halt anders zu spielen als in einem Zufallsgefecht, wo man sich überlegt, okay, man hat einen Zerstörer, man hat einen Kreuzer, man hat ein Schlachtschiff, der eine capt, der andere, die anderen beiden unterstützen ihn und so. Nee, da ist es so, okay, wir müssen brawlen, wir müssen die Gegner rausnehmen. Dann nehmen wir ein Schiff, was brawlt, und nehmen halt jetzt nicht gerade irgendwie eine Sau. Mhm, das ist richtig. Es gab die gleiche Meinung auch schon im Forum beziehungsweise in den Social-Media-Gruppen, dass es schade wäre, weil man sich das dann nicht mehr aktiv aussuchen könnte, dass man das spielt. Mhm. Es gab aber auch die gegenteilige Meinung, die sagen, nee, um Gottes Willen, bitte nicht in Random-Gefechte, weil ich mag diesen Modus gar nicht und dann muss ich ihn spielen und will ihn gar nicht. Und das ist so wie mit Armed Race, das mögen halt viele auch nicht und war vorher schon bei Epizentrum so. Also ich fände es auch ehrlich gesagt schöner, dauerhaft sehr gerne, weil es ist ein total spannender und schöner Modus, aber so, dass ich es mir auswählen kann, wie oft und wann ich ihn wo spiele, weil ich eben dann halt auch gerade mir ein spezielles Schiff aussuche. Wenn ich jetzt gerade mit einer Smolly unterwegs bin oder mit einer Jinan und komme dann in diesen Modus, ja, kann ich natürlich auch, aber ich kann nicht so Einsatz zeigen und so wirken, wie als wenn ich dann halt eine Schliefen oder eine Yoshino oder eine Napoli hätte. Ja, klar. Wie schaut's denn aus? Im Moment haben wir ja T8 bis T10 gemeinsam. Das würde, wenn man es in Random überführt, ja auch so bleiben, mal plus 2, minus 2. Wenn man ihn aber als einzelnen Modus ins Spiel bringen würde, könnte man es ja auch trennen. Was meinst du? Wäre das sinnvoll? Wäre das, also möglich ist es sicherlich, die Frage ist, ob es gewünscht ist, aber im Moment bist du, wenn du als Achter reingehst, eigentlich relativ verloren, weil natürlich fast alle Zehner fahren.
Ja, du hast ja im Zufallsgefecht, hast du ja jetzt mittlerweile auch Superschiffe dabei, ne? Also hast du jetzt auch Ölver dabei. Es hat die Frage, wie man das integriert, ne? Also kann auch ein Ölverschiff dann in den Modus reingehen. Also prinzipiell, ich sehe das ganz einfach, ja. Du willst ja nicht das komplette Matchmaking verändern. Das ist eine der Sachen, wenn wir jetzt bei Wünsch dir was sind, was ich mir wünsche für dieses Jahr. Leute, wir sollten uns mal schauen, wie wir vielleicht den Matchmaker noch ein kleines Tackchen besser hinkriegen. Aber prinzipiell, ja, ich würde schon sagen, dass es schon Sinn macht, wenn man das in die Zufallsgefechte reinpackt, dass man dann halt auch beispielsweise mit Superschiffen oder, wenn es schlecht läuft, halt auch mit Achtern in diesen Modus reinkommt. Ich meine, es ist auch mit einem Achter in einem Zufallsgefecht nicht sonderlich toll. Nee. Ein Punkt noch, letzter Punkt, ja, ein Punkt noch, letzter Punkt. Es ist ja auch spannend, habe ich jetzt auch mehr oder weniger durch Zufall mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, ob die das groß angekündigt haben oder so. Aber beispielsweise auch im gewerteten Gefecht gibt es ja jetzt Arms Race. Ja. Das verändert ja die Situation auch nochmal markant. Ja, Ne? ich habe es selber noch nicht erlebt dort, aber ich habe es von einigen aus dem Clan gehört, die das nicht so besonders lustig fanden, diesen Modus dort drin zu haben, weil, wie du richtig sagtest, das verändert das Ganze und auch da ist dann wieder die Schiffsauswahl eine Frage. Ich meine, im Random haben wir genügend, da sind die Gruppen groß genug, dass man das irgendwie ausgleichen kann. Im Gewerteten, wo du ja nur mit einer Handvoll Schiffen unterwegs bist, da ist es dann schon durchaus schwieriger. Aber ja, klar, gibt es auch. Ich meine, ich finde es auf der anderen Seite auch wieder spannend, dass es einfach mehr Abwechslung gibt und nicht jede Runde gleich ist, sondern man nie weiß, wo man drin landet und wie, was, wo. Über das Thema Matchmaking könnten wir, glaube ich, 3 Podcasts voll machen. Da hast du auch zum Thema T9 ja auch schon ein sehr, sehr gut besuchtes Video gemacht, um die Problematik aufzuwählen. Aber ich glaube, dieses ganze Thema Matchmaking wird uns auch dieses Jahr durch immer wieder mal begleiten und immer mal wieder auf die Füße fallen, weil da gibt es, glaube ich, noch viel zu tun und da ist die Unzufriedenheit der Leute auch nach wie vor relativ groß. Ja. Kommen wir mal zu was Positivem. Wir sind nämlich schon fast wieder am Ende. Und zwar kommen wir mal so ein bisschen zu Wünsch dich. Wünsch dir was, nicht wünsch dich was. Mein Gott. Eine Sache hast du ja eben schon gesagt. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, das würde ich mir jetzt für das kommende Jahr wünschen? Also ein, zwei Punkte. Zum Beispiel Clanflaggen auf den Schiffen. Habe ich immer mal wieder gehört, ne? So unter dem Motto, wir haben jetzt doch diese tollen Clan-Symbole, die dann stehen, wurde von Spieler so und so, da wird das eingeblendet, wenn du versenkt wirst. Warum gibt es denn keine Clan-Flaggen auf den Schiffen? Das wäre doch toll. Ja, sowas beispielsweise, also sowas würde ich mir sehr wünschen. Das ist schon eine echt coole Sache. Oder vielleicht auch, dass man auf Basis von schon bestehenden Integrationen im Spiel sein Schiff halt modifizieren kann. Im Sinne von, du hast halt eine Tarnung, okay. Die Tarnung machst du halt auf dein Schiff drauf, aber das war's ja. Und dann hast du da deine Flaggen, die du dann noch drauf machen kannst. Aber vielleicht kannst du ja auch mal irgendwie ein Clan-Symbol oder so irgendwie mal auf dein Schiff bringen. Vorne am Bug oder so. Sieht das nicht cool aus? Wäre das nicht toll? Also. Sowas in die Richtung, sowas. Das würde mich sehr freuen, wenn man da noch ein bisschen mehr Individualität erlauben würde oder ja, dass man einfach nur Möglichkeiten hat, damit rumzuspielen. Ich meine, das ist klar auch eine Sache. Das macht am Ende einer von 100, ja. Aber derjenige, der es macht und derjenige, der dann im Gefecht damit gesehen wird, da schauen dann die anderen schon drauf und denken sich so: Oh ja, Mensch, meine Güte, ne? Sein Schiff sieht aber ziemlich cool aus, nicht? Ja. Und man merkt ja auch, ich persönlich merke es ja auch, ich bin ja auch, muss ja auch persönlich sagen, da vielleicht ein bisschen gebrandmarkt oder so. Ich dachte ja auch am Anfang, oh, das mit dem Tarnung und mit den ökonomischen Boni und so, verkaufst du die Tarnung alle, na gut, dann fährst du halt rostig rum. Aber ganz ehrlich, ja, nee, dazu bin ich mir dann aber doch ein bisschen zu schade, hier nur rostig rumzufahren. Also, ich meine, es muss nicht die hübscheste Tarnung sein, aber wenigstens irgendeine, die gut aussieht, das ist mir schon wichtig. Ja, das merkt man auch zunehmend. Am Anfang hast du wirklich sehr viele ohne Tarnung gesehen. Die siehst du jetzt gar nicht mehr so häufig. Das mit den Clan-Flaggen kam bei uns auf zum Thema Clan Wars. Unter dem Motto, wenn wir in Clan Wars reinsteigen in eine Gruppe,
dann wäre es doch cool, wenn wir alle mit dem Clan-Flaggen oder sowas an den Schiffen, oder wir könnten uns zum Beispiel selber eine Tarnung zusammenstellen aus verschiedenen Komponenten, die dann auch für unseren Clan gilt oder solche Sachen. Okay, wird wahrscheinlich nicht so schnell kommen, aber es gibt, glaube ich, noch Möglichkeiten, das Spiel zu individualisieren. Eine andere Option oder ein anderer Wunsch, der ist aber nun schon jahrelang da. Die Idee, oh Gott, die hatte ich früher schon mal mit Andi besprochen, so alt ist sie schon. Was hältst du von der Thematik dynamischer Karten? Das heißt, nicht fertige Karten, wie sie jetzt sind, sondern Karten, die jedes Mal für jede Runde neu generiert werden. Das kann man ja durchaus machen, wie so eine Art Puzzlestück, dass man bestimmte Sachen einfach fertig darstellt, die dann einfach nur noch zufällig, so dass es aber auch passt, generiert werden. Das ist kein riesiger technischer Aufwand, und doch hätte man eine große Abwechslung drinne und hätte halt nicht die Profis, die jede Karte in dessen millimetermäßig genau kennen, die genau wissen, ich stelle mich mal in meinem Schiff hier hin und dorthin, und dann haben wir dagegen die Neulinge. Oder die, die sich nicht so sehr damit beschäftigen können oder wollen, die dann halt relativ leicht das Opfer sind, nur weil die anderen das alles ganz genau kennen. Bei Random-Karten hättest du das nicht. Da hättest du dann sehr viel mehr Abwechslung und vielleicht auch mehr Chancengleichheit. Ja, sicherlich, natürlich. Mehr Chancengleichheit ist schon eine Sache, die sollte man betrachten, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Also was ich erlebe aus der Community ist, dass sich schon viele mit den grundlegenden Sachen, so wie fahre ich Caps an, wann mache ich was, welches Schiff hat Raider, welches hat Hydro und so, dass damit sich schon schwer getan würde. Und wenn ich jetzt dann noch daran denke, dass man dann jetzt auch noch dynamische Karten einführt, Uwe, ich meine, wir beide kommen damit klar, ohne Frage, aber... Ich fände das höchst spannend, also... ohne Frage. Also ich finde das auch höchst spannend, aber ich frage mich nur, ob das die Playerbase überstehen würde. Ich würde einen Kompromissweg vorschlagen, und das heißt, und der nennt sich, dass man die Karten ja so lassen kann, wie sie sind, aber halt auch vielleicht einfach mal ein bisschen in der Nacht fahren kann oder so, oder mal richtig doll bei schlechtem Wetter oder so. Ich finde, da hat Wargaming schon viel gemacht im Sinne von Grafik. Aber auch im Sinne von Grafik mit Spielmechanik zu verbinden, da geht noch mehr, meiner Ansicht nach. So ein schönes Nachtgefecht, wo man dann jetzt nicht so genau sieht, was man da wie beschießen kann und so, stelle ich mir spannend vor, warum denn nicht? Ja, das hatten wir ja, diese haben es ja eingeführt bei Unternehmen, da gibt es ja diesen Nachtmodus in einem Unternehmen, der ja auch wirklich gut umgesetzt ist mit den Leuchtraketen und so weiter und so fort. Da kann man sicherlich noch sehr viel mehr draus machen. Gibt's denn sonst noch Sachen, wo du sagst, das würdest du dir fürs laufende Jahr, also etwas, was keine Riesenentwicklungszeit braucht, fürs laufende Jahr erstmal wünschen? Ja, dass wir auch wieder dahin kommen, dass wir nicht nur Schiffe bringen von Rang 8, 9, 10, die jetzt neu quasi als Split in den Vorabzugang kommen, sondern dass wir halt auch mal vielleicht eine ganz neue Linie bringen und es auch dahingehend befördern, dass die Leute mal niedrigere Stufen wieder spielen. Warum denn mal nicht Rang 2, Rang 3, Rang 4 mal mit Kampfaufträgen belegen, sodass dort dann auch gespielt wird? Ich stelle mir das spannend vor. Ich persönlich bin auch jemand, aus Bequemlichkeit sage ich euch ganz ehrlich, Leute, ich überspringe das. Ich finde das persönlich unspannend, wenn es dafür keine Kampfaufträge und so weiter gibt, dann überspringe ich das. Aber warum denn nicht? Ich meine, sowas erweitert das Spiel auch dahingehend. Ich kann euch beispielsweise gar nicht groß sagen, welche Schiffe im Rang 4 Imperator Nikolai, ist das vielleicht ein Schiff, was da sonderlich gut ist? Ja. Gut, okay, dann habe ich jetzt richtig geraten. Richtig. Aber sonst weiß ich das gar nicht. Von daher würde ich spannend finden. Rang 4, Back to the Roots. Rang 4 ist auch einer der undankbarsten Ränge, weil es ganz wenig Schiffe, auch fast keine Premium-Schiffe etc. Die Nikolai gibt es ja nicht mehr. Die Isichushi, ach, keine Ahnung, ich kann das Ding nicht aussprechen. Und das war's, da gibt's nicht so sehr viel. Rang 3 gibt's da mehr, Rang 2 auch, aber Rang 4 ist ein sehr vernachlässigter Rang hier. Aber okay, also Kampfaufträge und vielleicht einen kompletten neuen Baum mal reinbringen. Wobei, da haben wir ja noch einiges, was da uns vielleicht erwarten könnte, mal sehen.
Okay, gut. Ich glaube, wir müssen leider fast schon Schluss machen. Ich hätte noch ein letztes. Was glaubst du, was wird uns an U-Booten in diesem Jahr noch so? Ich meine, ich muss wieder auf die Tube und auf die schlimme Wunde drücken. U-Boote, ich weiß, von fast allen nicht gerne gemocht, aber trotzdem, glaubst du, da wird es einen neuen Zweig geben, einen neuen Baum geben? Ja, na klar. Also Leute, ganz ehrlich, da lest doch eben, ihr müsst einfach nur lesen, was gerade getestet wird und dann wisst ihr, was demnächst kommt, ne? Also das ist gar nicht so schwer vorauszusehen. Aber ja, wann, keine Ahnung und wie das sein wird, weiß ich auch nicht. Aber prinzipiell das Ruhrthema wird uns noch eine Weile begleiten und Leute, ich sage euch auch ganz ehrlich, einfach mal fahren. So schlimm ist das nicht. Manche von den Dingern machen auch wirklich Spaß und ihr werdet auch merken, so stark sind die nämlich auch nicht. Einige von denen zumindest. Andere sind dann schon stark. Okay, super. Nee, super nicht. Also ich mag U-Boote nach wie vor nicht, aber egal. Aber du hast recht, beschäftigen muss man sich damit schon, damit man weiß, wie sie funktionieren und wie man dagegen vorgehen kann. Okay, denkt dran, haltet mal die Augen offen. Wir werden euch fragen oder ich werde euch Fragen stellen. Vielleicht habt ihr ja das eine oder andere Thema, was wir hier auch nochmal zur Sprache bringen können. Und heute war es so ein bisschen ein bunter Gemischtwarenhandel von allem etwas. Wobei die hybriden Schiffe im Moment ja und auch das, die Luftschiff-Eskorte recht aktuell sind. Wir gucken mal. Schaut ansonsten gerne bei uns im Discord oder auch auf YouTube. Da kriegt ihr dann noch Schiffsvorstellungen, wie zum Beispiel zur Hector, wo momentan stark diskutiert wird, ob man das Schiff braucht oder nicht oder was das soll. Und ja, schaut da gerne rein. Das letzte Wort hat wie gleich wie immer der Phil und ich sage schon mal Dankeschön und Tschüss. Ja, Leute, das war Folge Nummer 4 im Phil und Stifti Podcast. Ich bin der Phil Stifti. Schön, dass ihr dabei wart und Dankeschön für die nette Organisation und Moderation an der Stelle, lieber Uwe. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Podcast. Bis dann.